Hi, Robert hier. Dieser Podcast wird euch präsentiert von der Hannover Messe. Wir sagen vielen herzlichen Dank an die Kollegen in Hannover und jetzt geht's los. Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber, ich sitze gerade im Hotel in Linz und grüße nach München zu Helmut Schmidt, grüß euch. Helmut, du bist wieder auf dem Damm, ja, hast dir bei den ganzen Events wieder was eingefangen, gut, dass du wieder gesund bist. Absolut, bin zumindest auf dem Weg der Genesung und der Besserung. Der Logistics Summit die Woche davor hat mich tatsächlich niedergestreckt. Aus den Latschen. Bin wieder aus den Latschen gehoben, ja. Aber ich bin wieder voll da. War es so gut oder warum bist du aus den Latschen geflogen? Einfach wegen den Viren und die Anzahl der Viren war wahrscheinlich, weil tatsächlich insbesondere der erste Tag gewaltig gut besucht war. Ich war ja für Felix vor Ort, hatten wirklich gute Gespräche. Die haben mir ihr neues Doppelkufensystem vorgestellt. Gute Gespräche, gute Informationen und generell das ganze Ambiente ist toll gewesen. Zweiten Tag ein bisschen schlechter, aber Chapeau, war eine gelungene Veranstaltung und da hat es mich wahrscheinlich erwischt. Wir haben uns heute zwei Gäste eingeladen, mit denen ich schon immer sprechen wollte, weil ich das so spannend finde, was sie tun. Und zwar aus dem Ruhrgebiet sind uns zugeschaltet einmal der Roland. Hallo Roland, grüß dich. Hi, servus. Servus aus dem Ruhrgebiet. Ja. Und der Tobias. Hallo Tobias. Ja, hallo zusammen. Bevor wir reinstarten und über Red Cable Robots sprechen, stellt euch doch ganz kurz 2, 3 Sätze zu euch zur Person vor. Roland, fängst du vielleicht an? Ja klar, sehr gerne. Also mein Name ist Roland Baumann, komme aus Duisburg, habe hier in Duisburg studiert. Maschinenbau mit Schwerpunkt Mechatronik, dort auch meine Promotion erfolgreich beendet dieses Jahr im März im Bereich Robotik und im Kontext auch jetzt mit dem Startup unterwegs, aber da will ich jetzt noch nichts vorwegnehmen. Und sofort gegründet nach der Promotion? Vorher schon tatsächlich, also das lief parallel. So soll es sein, so wünschen wir uns das. Genau, und dann einmal gerne auch an den Tobias. Ja, wunderbar, ich bin Tobias, auch einer der Mitgründer von Red Cable Robots. Ich bin selber kein Ingenieur, sondern habe einen Background in Wirtschaftsinformatik, auch an der Uni Duisburg-Essen. Habe danach einige Jahre Produktmanagement in einer SaaS-ERP-Lösung gemacht und bin dann jetzt zum Gründerteam dazugekommen und kümmere mich um alle kaufmännischen Themen, die so anfallen. Auch aus Duisburg oder wo kommst du her? Ja, genau, auch aus Duisburg. Wir sind sozusagen ein Ur-Ruhrgebiet-Startup. Die Gründer kommen alle aus dem Ruhrgebiet und aus Duisburg und gegründet haben wir da auch. Sehr schön. Helmut, wenn ich an Cable denke, jetzt heißen sie Red Cable Robots, da muss ich immer an die Kollegen in Stuttgart denken. Da gibt es doch auch so einen Lehrstuhl mit Seilen und Cables. Weißt du, was ich meine? Ja, es gibt aus dem, ich glaube aus dem Fraunhofer Institut gab es mal erste Ansätze. Aber ich kann mir ganz gut vorstellen, Tobias, Roland, dass du die Kollegen auch ganz gut kennst und dass das vielleicht eine Idee darauf war. Aber am besten erzählt mal ein bisschen was zu euch. Warum habt ihr gegründet und was ist Red Cable Robotics? Ja, vielleicht ein bisschen zum Hintergrund. Also wir haben uns auf Seiten des Ingenieurteams so 2017 kennengelernt. Also wir sind insgesamt 4 aktive Gründer. Wir haben noch Robin Heidel und den Patrick Lemm mit dabei. Und im Hintergrund ist noch der Tobias Bruckmann mit dabei auch. Und der Patrick, der Robin und meine Wenigkeit. Wir haben uns 2017 kennengelernt. Damals waren Robin und ich noch Masteranden, haben unsere Masterarbeit beim Patrick damals geschrieben. Und dann sind wir 2018 alle am Lehrstuhl eben als Doktoranden gewesen, haben dort gestartet und waren dort eben reingewachsen in diesen Bereich der Seilrobotik. Der Lehrstuhl hat sich damals erprobt in Applikationen dieser Technologie, im Logistikbereich beispielsweise. Und da sind wir so ein bisschen reingekommen in das Ganze. Und dann von dort haben wir uns auf die Reise gemacht, sage ich mal. War das von den Stuttgarter? Ist das völlig falsch oder habe ich das irgendwie falsch abgespeichert? Ist das Duisburg? Es gibt beide tatsächlich. Also das Stuttgarter IPA ist da auch sehr, sehr stark. Die haben da in den letzten Jahren auch sehr viele erfolgreiche Projekte gemacht. Auf jeden Fall Grüße gehen raus auch an die Kollegen, falls sie zuhören. Man kennt sich. Es gibt auch eine sogenannte Seilroboter-Konferenz auf wissenschaftlicher Ebene, wo eben auch so die Weltspitze in dem Forschungsgebiet zusammenkommt und sich da alle 2 Jahre austauscht. Entsprechend, da gibt es einige Lehrstühle weltweit, die da beteiligt sind und von dort kennt man sich eben auch. Was sind denn Seilroboter, Roland? Was für ein Problem löst ihr
was andere nicht lösen? Was sind Seilroboter? Also du kannst dir das so vorstellen, ähnlich wie die Stadionkameras im Fußballstadion, mal ganz einfach gesprochen. Also du hast eine Plattform, wo du ein Roboterwerkzeug befestigen kannst. Antriebstechnik. Beispielsweise, ja. Und also du hast eine Plattform, du kannst dort ein Werkzeug befestigen. Und diese Plattform hängt eben an Seilen und nicht wie sonst bei konventionellen Roboterarmen, beispielsweise an starren Gelenken. Und über die Seile ist es eben möglich, dass du einen extrem großen Arbeitsbereich automatisieren kannst und deutlich größere Bereiche abspannen kannst, als das beispielsweise möglich ist mit so einem Knickarmroboter, ganz konventionell gesprochen. Und welches Problem lösen wir damit? Ja, es gibt halt immer mal wieder Automatisierungslücken, die auftreten, eben weil konventionelle Roboter an Limitierungen laufen. Beispielsweise, wenn ich jetzt versuchen würde, mit einem Knickarm 12 Paletten gleichzeitig zu palettieren, dann wird es da vom Arbeitsbereich schon eher schwierig. Und da können wir eben mit so einem groß skalierten System, was eben von oben automatisiert, eine sehr gute Lösung bieten. Also wie so ein Spinnennetz drüber. Genau, richtig. Also du hast im Endeffekt dezentral platzierte Motoren, von denen werden Winden angesteuert, wo eben Seile auf- und abgewickelt werden. Die laufen dann über Umlenkelemente, die man sehr flexibel positionieren kann. Und abhängig von der Positionierung der Umlenkelemente ergibt sich dann ein gewisser Arbeitsbereich, wo der Roboter dann operieren kann, und dann laufen die Seile eben sozusagen in den Arbeitsbereich rein, und wenn man die dann eben auf- und abwickelt, sehr koordiniert, da steckt halt ein Haufen Regelungstechnik-Know-how hinter, dann kann man eben die Plattform im Bereich bewegen und dort automatisieren. Ja, Helmut, steuerungstechnisch, boah. Das hört sich technisch recht komplex und herausfordernd an, und deswegen wäre auch meine nächste Frage, Tobias, an dich. Startups starten ja in der Regel immer mit einer Technologie, wie der Roland gerade ein bisschen was dazu erklärt hat, vergessen hin und wieder allerdings, wer ist der Kunde und wer ist der Markt. Und das wäre jetzt meine Frage an dich. Wen seht ihr als Kunde? Wie groß bzw. wie klein ist der Markt? Und wie wollt ihr euch positionieren? Aber erstmal, wer ist der Markt und der Kunde? Ja, man muss das in der Robotik ja mal so doppelseitig sehen. Also zum einen die Roboterhersteller, wie die großen Namen KUKA und FANUC und ABB und wie sie alle heißen. Und dann natürlich die Integratoren, die daraus Endanwenderlösungen bauen und die realen Probleme in dieser Welt lösen. Und grundsätzlich ist unsere Stärke natürlich der Bau von diesen Seilrobotern. Aber uns ist natürlich auch klar, dass wir schauen müssen, wer braucht sowas, ne? Wie ihr das gerade gesagt habt, wo ist der Markt, wo ist der Bedarf? Also war wie jede Herausforderung, die bei so einem Technologieausgründungs-Startup auftritt, immer, du hast die Technologie und dann musst du dich schleunigst auf den Weg machen, um rauszufinden, wo sind diese Bedarfe. Und das haben wir sehr konsequent ab dem ersten Tag gemerkt, haben uns draußen hingestellt, haben die Lösung präsentiert, aber haben direkt im zweiten Satz immer gefragt, hast du einen Schmerz, der irgendwie in diese Richtung geht, oder ist dir sowas Ähnliches schon mal begegnet? Und da haben wir sehr viel Rückmeldung bekommen, natürlich aus ganz unterschiedlichsten Stellen. Und wir haben uns auch so unterschiedliche Marktbereiche angeguckt. Das ist zum einen die klassische Intralogistik und Logistik, aber auch das, was heute nicht so stark automatisiert ist, insbesondere das Baugewerbe und die Luft- und Raumfahrt, die ja auch ganz besondere Herausforderungen im Bereich der Automatisierung hat. Und für unseren Markteintritt haben wir schon festgestellt, dass es gerade im Bereich Intralogistik mit der Palettierung, Depalettierung, Maschinenbestückung und End-of-Line da eine sehr gehäufte Nachfrage gab nach unserer Lösung. Aber da laufen die doch immer die Leute durch. Das kannst du ja nicht machen da oben. Das ist ja super. Wird das eingezäunt? Oder wie stelle ich mir das vor? Ja, genau. Das ist im Grunde wie bei einem ganz normalen Industrieroboter. Überlegt man sich, wie ist das Sicherheitskonzept? Die klassische Lösung ist natürlich, einen Zaun rumzubauen, um den Menschen draußen zu halten. Aber da gibt es ja inzwischen auch sehr interessante Lösungen am Markt mit Laservorhängen oder Radarsystemen, wo man dann auch wirklich auf einer großen Fläche überprüfen kann, dass da auch niemand reingerät. Und wie ein klassischer Industrieroboter wird dann eine Roboterzelle mitgebaut. Aber es ist ja eure Roboterzelle wahrscheinlich deutlich, deutlich größer. Du hast ja gesagt, ihr geht auf große Flächen, seid im Wettbewerb zu einem Knickarm-Roboter oder mehreren auf einer langen, zippten Achse. Kann ich mir das so vorstellen? Ich habe, keine Ahnung, eine Lagerhalle, und in der Lagerhalle habe ich 5 Pfosten, die eingehaust sind. Über die Pfosten laufen die Seile, und innerhalb dem, keine Ahnung, 100 Quadratmeter Space oder 50 Quadratmeter Fläche bewegt sich dann an den Kabeln mit wahrscheinlich einer relativ hohen Geschwindigkeit und Beschleunigung eure Greifeinheit oder die Robotereinheit.
Ja, ganz genau so muss man sich das vorstellen, ne? Die Roboterzelle ist dann entsprechend größer und der Vorteil ist eben im Vergleich zu anderen Systemen, dass wir die Bodenfläche maximal nutzbar halten, ne? Also wenn da beispielsweise schon eine Fertigungslinie ist, wo Material vorgelagert wird oder wenn da Paletten palettiert werden müssen und da geht ein Förderband rein, dann nimmt der Roboter keinen zusätzlichen Platz weg. Ja? Das bedeutet, diese begrenzte Lagerfläche, gerade in Deutschland und in Europa, die gewachsenen Unternehmen, die begrenzten Hallenflächen, die können wir so optimal nutzen auf der großen Arbeitsfläche. Roland, werdet ihr als Roboter zertifiziert? Läuft das unter Robotik? Weil das ist ja in den Standardisierungsgremien wahrscheinlich ein Exot, den ihr dann da anbietet, oder? Nee, das läuft tatsächlich auch unter der Robotik. Also genau wie man das von konventioneller Industrierobotik auch okay. kennt. Ich glaube, das ist die DIN 10218, wenn ich mich nicht täusche. Und darunter läuft es dann auch. Also wir haben halt für die Einrichtung dann auch entsprechende Betriebsmodi. Wir haben dann so einen Drei-Wege-Totmann-Schalter mit einem Tippbetrieb, wo man auch Positionen einteachen kann etc. Und ja. Genau. Im Prinzip, Helmut, ist es wie ein riesen Delta-Roboter. Genau. Wobei, da muss ich reingrätschen. Ein Delta-Roboter kann ja typischerweise nur drei kartesische Freiheitsgrade. Wir können tatsächlich auch die Plattform neigen. Ah, okay. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie was schief wegnehmen möchte oder man möchte irgendetwas entsprechend, das kommt flach vom Band und muss dann seitlich hingestellt werden, dann geht es prinzipiell auch mit unserem Roboter. Und was könnt ihr für Gewichte? Also seid ihr irgendwie limitiert oder auf was spezialisiert ihr euch heute? Ja, also für den Markteintritt haben wir erstmal gesagt, wir wollen ein in unserer Denkweise tendenziell geringeres Gewicht bewegen mit einer höheren Geschwindigkeit, um einen höheren Durchsatz zu generieren. Wir haben dort Spezifikationen gewählt für unser Produkt mit 80 Kilogramm Traglast am Greifer mit etwa 4 Meter pro Sekunde Geschwindigkeit, was schon auch extrem schnell ist und 80 Kilo ist jetzt nun auch nicht das kleinste Gewicht. Wir können das aber auch relativ einfach durch entsprechend andere Motorgetriebe-Kombinationen hochskalieren in Richtung mehreren 100 Kilogramm tatsächlich auch. Und was ist das dann für ein Greifer? Das ist ja dann kein Standardgreifer, oder? Also wir schauen schon, dass wir Off-the-Shelf-Komponenten verwenden, sofern die eben verfügbar sind am Markt. Wenn wir jetzt natürlich irgendwie Spezialanforderungen haben und da lässt sich so nichts kaufen, dann sind wir da auch gewillt, selbst entsprechendes Engineering reinzustecken, damit der Greifer eben noch ein paar Spezialfunktionen erfüllen kann. Aber da setzen wir schon auf am Markt verfügbare Komponenten, weil wir uns eben auch als Roboterhersteller verstehen und nicht jetzt als Greiferhersteller. Da hätte ich nochmal eine Frage an dich jetzt, darauf aufbauend, Tobias. Roland sagt gerade, ihr seid Roboterhersteller oder ihr versteht euch als Roboterhersteller. Aber wenn ich mir das jetzt so bildlich vorstelle, dann geht ja das auch ganz stark hinsichtlich Maschinenanlagenbau, Integrator. Also seid ihr dann ein oder versteht ihr euch als Komplettanbieter, der den Aufbau, die Inbetriebnahme, die Zertifizierung macht, vielleicht heute oder wollte hin, sagt, naja, das ist mir eigentlich egal, wer das zukünftig macht. Wir liefern nur die Komponenten und den dann doch komplexen mit Säulen, Seilen und so weiter, Anlagenbau macht jemand anders? Oder wie kann ich das verstehen? Ja, genau. Gerade am Anfang werden wir da sehr viel selber bauen, schlüsselfertige Anlagen bauen und wirklich auch das Endanwenderproblem lösen. Für das Wachstum ist es natürlich dann wichtig, ein Partnernetzwerk für uns zu haben. Wir können nicht in jeder Branche unterwegs sein, wir können nicht auf jeder Hochzeit tanzen und am Ende des Tages ist unsere Stärke ja nun mal der Bau von diesen industriellen Seilrobotern, die wir anbieten, die dann aber eben sozusagen als benutzbaren Roboter mit Steuerung, mit grafischer Oberfläche, mit Integrationsmöglichkeiten für unsere Partner und da unterstützen wir natürlich dann schon ganz stark, aber langfristig wollen wir natürlich dann auf ein gutes und starkes Partnernetzwerk setzen, um in diesen ganzen unterschiedlichen Anwendungen auch präsent sein zu können. Und customizt ihr die Anwendungen, heißt abhängig vom Kunden oder wollt ihr Module Small, Medium, Large haben und das ist es? Oder sagt ihr, ja, wir passen uns zu 100% an den Kunden-Use-Case an? Wir passen uns auf jeden Fall an den Kunden-Use-Case an. Auch das ist eine Stärke der Seilroboter. Die Pfosten oder wir nennen das den Rahmen, der kann sehr individuell bis auf 25 Zentimeter Stücke an die vorhandene Hallenfläche oder Strukturen angepasst werden. Das bedeutet, wir sind extrem flexibel, was den Grundriss angeht, was die Höhen angeht. Roland hat es gerade schon gesagt, was Geschwindigkeiten und Traglasten angeht. Das können wir sehr einfach auf unserer Seite customizen, ohne dass für den Kunden da große Aufwände entstehen. Jetzt würde mich mal interessieren, Roland, Bedienoberfläche, das ist doch super schwierig, alles aufzusetzen. Die tun sich ja schon schwer, heute einen Cobot richtig aufzusetzen. Wie sollen die Leute das denn können?
Ja, das ist eine exzellente Frage. Tatsächlich sind wir dort gerade mit einem Partner unterwegs, um genau das zu überarbeiten und die User Journeys zu definieren. Wie wird die Anlage benutzt? Wer benutzt die Anlage? Ist es jetzt ein Endanwender in einer gewissen Applikation? Ist es gerade ein Integrator oder ist es vielleicht auch spezielles Personal von uns, was dann noch eine Fehlerbehebung macht oder was auch immer? Da sind wir tatsächlich gerade unterwegs, damit das möglichst hohe Usability hat auch am Ende das Produkt. Und die Steuerung stelle ich mir auch also komplexer vor, oder? Scheuen Kunden nicht Komplexität und sagen, puh, schwierig, muss ich alles installieren, aufbauen? Also wie ist da so das Feedback vom Markt? Also tatsächlich geht es eigentlich. Wir haben halt einen gewissen Stand der Technik, den wir gerade auch schon präsentieren, also mit dem Teach-In, dass man Positionen auch im Joystick-Modus anfahren kann und auch eine Abfolge definieren kann, über kleine Programme auch schreiben kann, wann soll der Roboter mit welchen Bedingungen was tun, wohin fahren, das Werkzeug bedienen etc. Das passt schon. Genau, das ist ja ein sehr großer und wichtiger Trend, gerade für die Erschließung des Mittelstands, da die Ease of Use über die Oberflächen auch herzustellen. Da schauen wir uns natürlich schon an, was unsere erfolgreichen Marktbegleiter gerade aus dem Startup-Bereich da machen, weil die da einfach sehr gut und sehr stark sind. Und das ist natürlich was, was für uns genauso wichtig ist, neben dem USP des Seilroboters an sich. Das ist interessant. Marktbegleiter, wer ist denn euer Wettbewerb, Tobias? Wen seht denn ihr da? Ja, grundsätzlich auf der Roboterseite natürlich erstmal alles, was Industrieroboter ist, ne? Okay. Das sind die großen Knicker am Roboter, das sind aber natürlich auch Portalsysteme. Und wenn man dann wirklich in die Anwendungen schaut, dann ist es natürlich immer das, was die Alternative zu dieser Automatisierung darstellt, ne? Also vom Mitarbeitenden bis zur komplexen Sondermaschinenbau. Das ist dann im Einzelfall immer der Wettbewerb, ne? Aber auf der Robotikseite schauen wir uns vor allem eben die großen Systeme an. Aber es gibt jetzt nicht 10 andere Seilroboteranbieter. Tatsächlich ist der Markt da sehr überschaubar. Also wir sind weltweit einer der ersten, die das für den industriellen Bereich machen. Es gibt noch einen Marktbegleiter aus Kanada, die einen ähnlichen Ansatz verfolgen, aber ungefähr an dem gleichen Stand stehen wie wir. Wie teuer ist sowas? Man muss sich da investieren, Roland. Ich will jetzt nicht eine Summe von dir wissen, aber so ungefähr. Also wenn du es mal vergleichst beispielsweise mit einem größten Fabrikat von so einem Knickarmhersteller, was vielleicht ungefähr eine Tonne bewegen kann, dann liegst du da preislich eine kleine Ecke drunter. Okay. Wobei du gleichzeitig einen größeren Bereich hast, den du automatisieren kannst. Helmut, es hört sich so schön an. Glaubst du, dass die Kunden das checken? Ich glaube tatsächlich, dass wahrscheinlich die Herausforderung ähnlich wie vor 10 Jahren bei einem Cobot oder bei anderen neuen Technologien ist, es zu transportieren und rüber zu bekommen. Ich habe mitgekriegt, dass teilweise sowohl Mittelstand als auch, oder insbesondere der Mittelstand ist etwas konservativer in seinen Lösungen und sagt, naja, den Industrieroboter, den kenne ich, den Cobot kenne ich nicht, also mittlerweile schon, aber damals, den kenne ich nicht, oh, bleib mir erstmal weg. Und das jetzt halt nochmal um ein Vielfaches komplexer hinsichtlich der Seilrobotik. Man kennt vielleicht ein bisschen was, Roland hat es angesagt, Fußballstadion sieht man eine Kamera mit Seilen bewegen, aber tatsächlich nicht mit einer Kamera. Und ich glaube, dass eine der großen Herausforderungen für die Jungs sein wird, den Bekanntheitsgrad zu steigern und sagen, für dein Problem gegenüber einem Portal oder Roboter auf einer 7. Achse gibt es ganz was Neues und du bist Platz sparen und so weiter. Also ich glaube, Aufklärung und Awareness wird eine große Challenge sein. Und das wäre meine Frage dann, Tobi, an euch. Wie ist es so, meine Mutmaßung? Und wenn ja, wie wollt ihr, das ist immer eine Challenge für ein Startup, dem entgegentreten, um da eben bekannt zu werden und auf das Produkt aufmerksam zu machen. Was macht er dann? Ja, definitiv ist es so, dass der Seilroboter gerade im industriellen Kontext natürlich jetzt nahezu unbekannt ist, weil es ihn einfach noch nicht gibt oder gab es, bis wir auf den Plan getreten sind. Wir merken es aber auch immer wieder auf den Messen, auf denen wir sind, den All About Automations. Wir waren letzte Woche auf der MoTeC, dass es gerade so einen Aha-Effekt erzeugt. Wir haben dann immer so einen kleinen Messedemonstrator bei und die Leute und die Automatisierungsingenieure, die Projektverantwortlichen, die bleiben wirklich davor stehen und sagen, Mensch, das habe ich aber noch nie gesehen. Das ist jetzt mit einer der wenigen neuen Sachen, die man mal im Robotik-Space gerade sieht, was die Kinematiken jetzt angeht. Und dann beginnt das Gehirn sofort zu arbeiten und zu überlegen, habe ich einen Anwendungsfall dafür? Wo kann ich mir das vorstellen? Und das wird dann auch gerne geteilt, ne? Weil es einfach was Neues ist, was vielleicht auch, wie gerade schon erwähnt, exotisch ist. Und das bleibt im Kopf hängen und das hilft dann bei der Bekanntheit.
Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein schönes System, was man auch gerne als Video auf LinkedIn teilt. Ne? Und da haben wir immer wieder mal, sehen wir ganz genau, wenn so ein Video geteilt wird und die Reichweite hochgeht und dann auch Anfragen zum System kommen. Habt ihr schon Referenzkunden, wo man sagt, da kann man sich das mal anschauen? Wir arbeiten gerade dran, da nächstes Jahr das Projekt auf den Weg zu bringen. Und sobald wir das teilen dürfen, machen wir das dann auch. Und kannst du verraten, welche Branche? Das wird eine Maschinenbeschickung im produzierenden Gewerbe sein. Ah, spannend, spannend. Ähnliche Frage von mir an dich, Tobias, weil du es gerade gesagt hast, also nicht, wer ist der Use Case, aber du hast ja gesagt, ihr habt so einen kleinen Demo aus meiner Vergangenheit und für viele andere Startups. Was man am Anfang nicht kennt, muss man sehen oder erleben. Habt ihr bei euch einen Showroom? Plant ihr einen Showroom? Kann der Kunde, wenn nicht, Showhalle, ein potenzieller Kunde oder Showhalle, genau, kann ein potenzieller Kunde, nachdem der Referenzcase noch nicht läuft, dann bei euch aufschlagen, um sich mal damit auseinanderzusetzen? Denn ich glaube, vorführen, fühlen, sehen und erleben wird ja voraussichtlich für euch super wichtig werden. Wie geht er das an oder ist das geplant? Ja, definitiv. Mein früherer Chef hat immer gesagt, seeing is believing. Und das stelle ich auch immer wieder fest, wenn es hier um unser Startup und Robotik geht. Und wir schrauben in diesen Stunden unseren Demonstrator zusammen, der dann eben schon alle Eigenschaften mitbringt, die wir brauchen, um so einen Seilroboter in der Industrie in Verkehr zu bringen. Mit dem wir dann auch realweltliche Demos machen können. Ja, das beginnt mit ganz einfachen Vakuumgreifern, um Pakete zu palettieren oder zu depalettieren. Da sind KLT-Greifer mit drin, der Roboter hat einen Werkzeugwechsler, sodass wir auch das zeigen können. Und das ist dann auch eine schöne Plattform, um mögliche Kunden-Proof-of-Concepts zu machen, ne? Die uns ihr Material schicken können oder ihre Kisten schicken können. Und dann zeigen wir mal, wie das mit einem Seilroboter und mit ihrem Material aussehen kann. Wie hoch ist das dann? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Unsere Showroom-Anlage hat 7x8 Meter, ist ungefähr 5 Meter hoch und hat aber eben schon genau diese Antriebseinheiten und diese Seile, die dann auch bei größeren Anlagen zum Einsatz kommen. Und ist es dann in Duisburg oder wo muss ich hinfahren? Ja, genau, in Duisburg ist gerade unser Firmensitz. Okay. Ihr sucht ja auch Investoren, oder täusche ich mich, Tobias? Genau, wir haben jetzt gerade unseren Fundraising-Prozess für die Seed-Runde gestartet. Die wollen wir im ersten Quartal nächsten Jahres dann zum Abschluss bringen. Und was soll da am Ende stehen? Habt ihr da eine Wunschsumme? Was braucht ihr? Ja, wir rechnen aktuell mit 1,3 Millionen, die wir da gerne einsammeln möchten. Und die fließen dann in die Technologie, Aufbau, Vertrieb, Kommunikation, Marketing, den Leuten das näher zu bringen? Genau das und natürlich auch, um die ersten Anlagen dann mit unseren Kunden in Betrieb nehmen zu können. Roland, was steht bei euch noch auf der Technologie-Roadmap? Jetzt habt ihr den Demonstrator. Was steht noch auf der Roadmap? Ja, auf jeden Fall die Integration von noch weiteren Werkzeugen. Der Tobi hatte das ja gerade schon angerissen. Also, dass wir da auch sicherstellen, dass eben jedes Off-the-Shelf-Werkzeug eben möglichst schnell und easy zu integrieren ist. Dann natürlich noch die Erhöhung der Usability. Das hatten wir ja vorhin schon kurz auch angeteasert, dass wir da gerade mit einem Partner für die Bedienbarkeit zusammenarbeiten. Und dann geht es noch darum, einige Dauertests zu fahren, um nochmal zu schauen, ob die Serviceintervalle, die wir bisher definiert haben, also ob wir da bei 100% Sicherheit sind oder noch bei 99%, sage ich mal. Genau, das sind so die Themen, die uns dann noch umtreiben. Helmut, letzte Frage. Letzte Frage, beziehungsweise ich hätte zwei letzte Fragen. Eine der letzten zwei Fragen wäre, ihr habt ja vorher unterschiedliche Industrien, Luftfahrt, Bau und Intralogistik angesprochen. Man muss sich ja meistens fokussieren. Das heißt, meine erste Frage wäre, fokussiert ihr euch auf eine oder zwei Use Cases, Kundensegmente, damit die auch genau wissen, okay, darauf kann ich mich jetzt fokussieren. Erst die Frage, dann die zweite Antwort. Ja, also ein ganz klares Ja beim Fokus. Wir schauen, dass wir Pick and Place ganz kleinen Fokus rücken, also palettieren, depalettieren, Maschinen bestücken und End of Line. Da liegt ganz klar unser Fokus für die nächste Zeit. Perfekt. Und meine tatsächlich abschließende und finale Frage: Ein Startup braucht ja immer unterschiedlichste Themen, sei es Geld, sei es Mitarbeiter, sei es Support, sei es was auch immer. Wenn du drei Wünsche, und wir haben ja sehr, sehr viele Zuhörer aus dem Netzwerk, Weihnachten ist bald, aber wenn Weihnachten wäre... Helmut, du bist schon hier in Nikolaus-Stimmung. Uiuiui. Ich bin in der Nikolaus-Stimmung. Was wären deine drei Wünsche an die Zuhörer, wo sie dir helfen, unterstützen oder was du brauchen könntest? 1,5 Millionen.
neben dem, genau. Oh, jetzt, ich merke es ja, Tobias grübelt ganz laut, ich höre es richtig ran. Da gibt es so viele Dinge, die man sich wünscht. Ja, nee, du hast nur drei, Verdammt. Du hast nur drei. Ja, also wir lernen jeden Tag neu dazu, ne? Also neue Kontakte mit neuen Herausforderungen in der großräumigen Automatisierung, da freuen wir uns mal sehr drüber, neue Dinge kennenzulernen. Investoren, die das Thema spannend finden, natürlich auch und insbesondere jeder, der es cool findet, der es verbreiten kann, freuen wir uns über Likes und Teilen unserer Beiträge. Ich darf vielleicht noch was ergänzen, wenn ich auch darf. Ja, klar. Und zwar jetzt alle drei weggenommen. Also wenn es vielleicht auch jemanden gibt unter den Zuhörerinnen und Zuhörern, der im Bereich Venture Clienting unterwegs ist und da vielleicht auch bei sich im Konzern gerade ein Thema sieht, wo wir vielleicht auch eine gute Lösung bieten können mit unserem Robotersystem, dann freuen wir uns dann natürlich auch, wenn wir da mal sprechen. Mhm. Sehr schön. Dann würde ich sagen, Glück auf nach Duisburg. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Roland. Vielen herzlichen Dank, Tobias. Wir wünschen euch nur das Beste und viel Erfolg. Dankeschön. Robert, vielen Dank, Helmut, für die Einladung. Vielen Dank, dass wir da sein durften. Genau, auch von meiner Seite viel Erfolg. Hört sich nach einer coolen Lösung an. Toi, 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 alles Gute. Dankeschön. Dankeschön. Schön, dass wir da sein durften. Macht's gut. Schönes Wochenende. Danke euch. Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber.